Herzlich willkommen zum Schweizer Göpp-Magazin. Heute im Zentrum der Göpp-Halbfinale zwischen IB und Basel. Dafür haben wir zwei Gäste eingeladen. Der Raimondo Ponte, langjähriger Trainer von FCZ und Spieler von GC. Und der Mario Raimondi, Captain von IB. Und 10 Goal bereits in der Meisterschaft, also einer der treffsichersten Spieler bei Bern. Mario, gerade die erste Frage. Es ist jetzt über 20 Jahre her, dass IB wirklich den Cup gewonnen hat. 1987 der Fall. Was denken Sie, kann man jetzt all die IB-Fans erlösen endlich? Ja, ich hoffe es. Also, es wünscht sich, glaube ich, niemand etwas anderes von den Spielern. Aber man weiss, wie es im Fußball ist. Im Moment sieht es aus, als könnten wir sehr viel erreichen. Aber wenn wir nicht aufpassen, kann das Gegenteil passieren. Sie auch persönlich haben noch ein bisschen Rechnung offen mit dem Cup. 0-6 im Finale gegen Sion gescheitert, dann vor 2 Jahren gegen Wiel, Viertelfinal, dann gegen Xamax letztes Jahr. Also da ist es noch nicht alles so gelaufen, wie sich das einmal vorgestellt. Ja, vor allem der Cup-Finale vom 0-6 gegen Sion. Das ist, glaube ich, noch so im Hinterkopf bei allen, denke ich. Sion ist ja sehr schwierig zum Schlagen, wie man weiss, im Finale. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen selber geschlagen. Wir haben noch rote Karten bekommen, haben 1-0 geführt und dann ist es ein bisschen gegen uns gelaufen. Also, das ist schon in den Hinterkopf, aber eine Rechnung offen. Wir wollen es jetzt einfach mal besser machen, mal etwas holen zu Bern. Mhm. Man hat damals 3-5 verloren im Penaltyschiessen. Sie haben unter anderem einen getroffen. Sie sind richtig zu einem Penalty-Spezialist geworden. Also, schiessen auch sehr häufig. Bei IB die Saison 10 Gold oder von 6 Penalty nur einen verschossen. Was haben Sie für ein Rezept? Was machen Sie so gut, dass das immer klappt? Ja gut, immer klappt. Der Spezialist ist, glaube ich, einer für mich, der den Goalie jedes Mal verlassen kann. Das habe ich nicht geschafft. Also, was nimmt man sich vor? Es ist immer ein bisschen anders vor jedem Spiel, vor jedem Penalty, je nachdem wie der Spielstand ist, wie man sich fühlt. Kann man nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Aber manchmal steht man dort und man weiß noch gar nicht, wo man herschiessen will. Schlussendlich muss er drinnen sein, das ist das Wichtigste. Aber so ein Rezept, ist, glaube ich, immer ein bisschen anders. Wenn es ein Penalty würde für IB, würden Sie auf jeden Fall schiessen? Oder würden Sie je nachdem dann entscheiden, fühle ich mich gut, fühle ich mich schlecht? Ja, wenn mir der Trainer die Erlaubnis gibt, um mich zu schiessen, schon, ja, doch. Raimondo Ponte, wie war das als Trainer auch? Hat man vor so einem wichtigen Cup-Match auch Penalty-Schüsse üben lassen? Oder hat man gesagt, nein, das lässt man lieber beiseite, weil man sagt immer, man will in der regulären Spielzeit dann auch gewinnen? Es passiert beides. Es kommt eigentlich immer auf die Spieler drauf an. Es hat Spieler, die gerne noch in Penalty übertun, auch für ihre eigene Sicherheit. Aber im Normalfall ist es doch so, dass der Penalty am Samstag, wenn am Sonntag der Match ist, kann man nie vergleichen, weil unter Druck ein Penalty zu schiessen, bei einem gewissen Stand 0-0 oder 1-0 im Rückstand oder im Training ein Penalty, sind zwei verschiedene Welten. Und darum kommt es auf den Tag darauf an, wo der Penalty stattfindet, wer den Mumm hat und wer auch die Sicherheit hat. Ich glaube, wenn einer gut spielt, und ich glaube, man muss jetzt sagen, er hat eine sehr gute Saison. Und dann verschiesst man meistens auch kein Penalty. Und dann fühlt man sich ein bisschen sicher, dann geht man auch ein bisschen lockerer dorthin. Obwohl da Spannung gleich da ist, aber man hat eine gewisse Sicherheit vom Spiel her, wo man nachher einen Penalty verwerten tut. Jetzt ist IB in dieser Saison ganz vorne mit dabei, auch in der Meisterschaft, läuft sehr gut. Gegen Basel hat man eine positive Bilanz diese Saison. Sehen Sie IB ein bisschen in der Favoritenrolle für den Cup-Match oder ist das, was man häufig sagt, Cup-Spiel ist völlig offen? Ja, es ist, glaube ich, schon völlig offen, das Spiel. Also, ich glaube, für uns spricht ein bisschen eben, dass wir den Heimvorteil haben, der Kornstrasse. Und für Basel die Erfahrung, die sie haben gemacht, sicher in den letzten Jahren auch mit diesen wichtigen Spielen, auch Champions League. Und da ist sie gegenüber uns schon noch ein riesen Vorteil. Wo sehen Sie, Raimondo, die grössten Stärken? Er hat eigentlich alles gesagt. Also, ich glaube, der Vorteil, den Basel hat, ist die Routine. Die Erfahrung in den wichtigen Match parat sein. Das, wo IB im Prinzip nachgeht, IB will etwas gewinnen. Vielleicht die Euphorie ist grösser bei IB, aber die Routine und die Erfahrung von Basel, die können schön in die Waagschale werfen und die kann vielleicht sehr nützlich sein, wenn das Spiel von IB nicht so laufen tut, dass die anderen bessere Nerven vielleicht haben, länger können warten. Das könnte ein Vorteil sein. Aber eben, der Match ist offen. Ich glaube, die Tagesform wird entscheidend sein. Läuft auch etwas in der Vorbereitung zu so einem Spiel anders wie jetzt in der Meisterschaft oder macht das der Wladimir Petković genau gleich? Also bis jetzt haben wir es eigentlich immer gleich gemacht. Ich glaube, das ist
Genau, aber da ist auch jeder anders, jeder Trainer, jeder Spieler. Aber es war vielleicht auch 0-6 Cup-Finale ein Problem, weil wir ein grosses Trainingsradrum gemacht haben und Zeug gemacht haben, die wir sonst nicht gemacht haben. Und darum, ich wäre dafür, dass man alles wie sonst macht, aber ja, wird er entscheiden. Aber ich denke schon, dass es so wird sein. Kommen wir zum Wettbewerb, Schweizer Cup-Magazin. Wir lassen jeweils einen Ball signieren von allen unseren Gästen. Und den kann man am Schluss dann auch gewinnen. Auf der Internetseite kann man dort mitmachen. Raimondo Ponte, darf ich Sie bitten, gerade da mal zu unterschreiben? Sport.ch und Schweizer Cup Magazin verlosen einen exklusiven Jakobball. Unterschrieben von allen Stars, Trainern und Funktionären, die in den 6 Schweizer Cup TV-Sendungen zu Wort kommen.